Hallo liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem Spontanvideo von der Botschafter. Heute möchte ich auf die Frage eingehen, für wen gilt die Tora bzw. das Gesetz Mose? Immer wieder höre ich von einigen Geschwistern, wie sie behaupten, die Tora gilt nur für die Juden bzw. Israeliten. Wir Christen brauchen uns nicht an die Tora zu halten. Nun, mit diesem Video möchte ich schauen und prüfen, ob diese Aussage wirklich zutreffend ist. In der Tat hat Gott die Tora oder seine Tora nicht alle Menschen gegeben, sondern nur ein bestimmtes Volk. Dieses Volk hat Gott selbst persönlich auserwählt und dazu bestimmt, nach seiner Tora, nach seinen Wege zu wandeln. Das war das Volk, was Gott aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Dieses Volk waren die sogenannten Kinder Israels. Jetzt stellt sich aber die Frage, waren das die Kinder Israels, waren das wirklich nur die Stämme Israels und waren da auch andere Völker mit drin oder mit dabei? Dazu möchte ich eine Stelle vorlesen, und zwar aus dem zweiten Buch Moses, Kapitel 12, Vers 37, 38. Und die Kinder Israel brachen auf von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die kleinen Kinder. Und auch viel Mischvolk zog mit ihnen herauf. Da steht, und auch viel Mischvolk. Mischvolk, andere Übersetzungen übersetzen das Wort mit Fremdlinge, moderne Übersetzer übersetzen das Wort mit Ausländer, also nicht Israeliten. Also es waren nicht nur Israeliten, die aus Ägypten ausgezogen sind, auch Nicht-Israeliten waren mit dabei. Und Gott sah sie am Berg Sinai als ein ganzes Volk an. Die Tora, die er gegeben hat durch Moses, das Gesetz, die Gebote und Verbote, das hat er alle gegeben. Sie war gültig sowohl für die Israeliten als auch die Fremdlinge, die dabei waren, die Nicht-Israeliten. Also ist die Behauptung, dass die Tora nur den Israeliten oder Juden gegeben worden ist, mit diesem Vers schon widerlegt. Also stellt sich die Frage, für wen gilt die Tora? Natürlich für Gottes Volk. Man muss erst als Gottes Volk definiert werden, um dann die Tora zu bekommen, zu erhalten und auch zu befolgen. Wir können nicht durch die Tora als Volk Gottes definiert werden. Wir kommen nicht durch die Tora zu Gottes Volk. Wir müssen durch einen anderen Weg von Gott angenommen werden. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin Ausländer und wohne als Ausländer in Deutschland. Hier in Deutschland herrschen Gesetze und Regeln. Ich halte mich an alle Gesetze oder ich versuche so gut wie möglich an diese Gesetze und Regeln in Deutschland zu halten, um mit dem Staat keine Probleme zu bekommen. Aber dadurch werde ich kein Deutscher. Durch Halten mich an die Regeln und die Gesetze bekomme ich keine deutsche Staatsangehörigkeit. Ich kann mich nicht als Deutscher definieren. Das heißt, wenn es hart auf hart kommt und schlechte Zeiten kommen und Deutschland entscheidet, alle Ausländer müssen raus, nur diejenigen, die sich als Deutsche definieren können, die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sie dürfen bleiben, alle anderen müssen raus. Da muss ich trotz allem, auch wenn ich mich an die Gebote, an die Gesetze des Landes gehalten habe, trotzdem Deutschland verlassen, weil ich keine deutsche Staatsangehörigkeit habe und ich mich nicht als Deutscher definieren kann. Also was ist für mich intelligenter und sicherer, wenn ich die deutsche Staatsangehörigkeit annehme? Und die deutsche Staatsangehörigkeit bekomme ich nicht durch Halten der Regeln und Ordnungen, sondern durch einen anderen Weg. Und zwar, ich gehe zum Amt, stelle meinen Antrag. Wenn ich bestimmte Voraussetzungen erfülle, dann bekomme ich die deutsche Staatsangehörigkeit. Wenn ich die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen habe, kann ich mich als Deutscher definieren. Das heißt, wenn jetzt Deutschland kommt und sagt, alle Ausländer müssen raus, nur diejenigen, die sich als Deutsche definieren können, sie dürfen bleiben, dann kann ich sagen, hier, ich habe die deutsche Staatsangehörigkeit, ich darf hier bleiben.
dann darf ich auch bleiben und ich werde nicht hinausgeworfen. Und genauso ähnlich geht es auch bei Gott. Wir können durch Halten der Gebote, des Gesetze, die Tora, nicht von Gott angenommen werden oder beziehungsweise nicht gerecht werden vor ihm, dass er uns das Paradies schenkt oder dass wir zu seinem Volk gehören. Nein, wir müssen durch einen anderen Weg die Staatsangehörigkeit, die göttliche Staatsangehörigkeit erst annehmen. Wir müssen erst von ihm als Gottes Volk definiert werden und dann fangen wir an, uns an die Gebote zu halten. Und das machen wir über Jesus Christus, über Yeshua, den Messias. Über Jesus gehen wir in einen neuen Bund ein, in einen erneuerten Bund. Dieser Bund ist so ähnlich wie der Antrag. Durch diesen Antrag, durch diesen Weg bekommen wir die göttliche Staatsangehörigkeit. Gott definiert uns dann zu seinem Volk, beziehungsweise noch besser, zu seiner Familie. Und wenn Gott jetzt am Ende der Zeit wieder zurückkommt und sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt müssen alle diejenigen, die nicht zu mir gehören, weggeworfen werden in der Hölle. Nur diejenigen, die sich zu meinem Volk definieren können, sie kommen ins das ewige Leben. Dann schaut Gott auf uns, ob wir den Bund durch seinen Sohn Jesus Christus eingegangen sind und wir uns als Kinder Gottes definieren können. Und jetzt, wenn wir als Kinder Gottes definiert sind, hat Gott uns aufgenommen, nicht durch haltende Gebote, sondern er hat uns erlöst allein aus seiner Liebe. Und jetzt als Erlöste, als Kinder Gottes, beziehungsweise auch als sein Volk, haben wir die Tora, die wir zu halten haben, die uns orientiert und uns zeigt, wie Gott will, dass wir als Gläubige zu wandeln haben. Also die Tora nicht, um gerettet oder um erlöst zu werden, sondern als Erlöster, als Errettender fangen wir an, die Tora zu halten. Denn wenn wir versuchen, die Tora zu halten, um gerettet zu werden, das ist dann Werksgerechtigkeit und das lehrt die Bibel definitiv nicht. Wir sind allein durch den Geschenk und die Gnade Gottes erlöst worden durch den Bund von seinem Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, unsere Strafen erlitten hat und am dritten Tag auferstanden ist. Wenn wir an ihn glauben, definiert uns Gott als sein Volk und am Ende der Zeit, wenn es in sein Reich hinaufgeht, werden wir mit ihm dabei sein. Ein schönes prophetisches Beispiel ist, oder eine prophetische Geschichte ist auch die Geschichte von Moses, als er Israel aus der Ägypten-Sklaverei befreit. Da sieht man auch ganz klar, wie Gott erst Israel aus der Sklaverei befreit. Er erlöst sie und als erlöstes Volk bekamen sie die Gebote. Nicht andersrum. Erst erhalten die Gebote und dann wurden die aus der Sklaverei befreit. Erst kam die Befreiung, erst kam die Erlösung und dann die Tora, die Gebote erhalten, um auch zu bestätigen, um auch sich zu unterscheiden, an welchen Gott wir glauben. Und alle, die durch Jesus an Gott glauben, alle glauben an denselben Gott und für alle gilt die Tora, sowohl Israeliten als auch Nicht-Israeliten. Auch die Fremdlinge, die heutigen Heidenchristen, müssen sich an die Tora halten, denn hier zeigt es ganz klar, wenn wir an denselben Gott glauben, an den Gott Israel, an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann zählen auch die gleichen Regeln und Ordnungen. So wie es am Berg Sinai mit den Kindern Israels, die Tora galt nicht nur für die Israeliten, auch für die Fremdlinge, die dabei waren. Ich hoffe, ich konnte euch ein kurzes Verständnis geben zu diesem Spontanvideo. Ich habe nicht viel und Großes vorbereitet, war das eher ein Spontan. Ich hoffe, das war trotzdem ausführlich genug, um zu verstehen, dass die Tora nicht nur den Juden gegeben worden ist, sondern auch uns heutige Christen. Wir müssen auch nach seinen Wege wandeln und seine Gebote. Wir sind durch seinen Sohn Yeshua und sein Blutopfer in die Familie Gottes hineingekommen und ihn müssen wir ehren, indem wir seine Gebote halten und lieben. Ich bedanke mich. Shalom, bis zum nächsten Mal.